Hast du irgendwo die blaue Mappe gesehen? Welche blaue Mappe? Mit den Lektoraten. Für meine Besprechung heute Morgen. Nein, habe ich nicht. Nun komm, trink doch erstmal deinen Kaffee. Denkst du daran, heute zur Bank zu gehen und die Sachen zu überweisen? Und mein Kostüm von der Änderungsschneiderin abzuholen? Ich komme heute nicht vor sechs aus dem Verlag. Ja, mache ich. Und den Oleander zu gießen. Er hat's bitter nötig. Ja, mach ich. Jetzt komm, jetzt isst er erstmal ein Happen. Oh, da ist er. So, mein Schatz, ich muss los. Tschüss. Tschüss. Dein Kaffee. Morgen, Alexander. Dies für Sie. Für mich? Danke. Wie komme ich zu der Ehre? Das kommt, weil ich Sie verehre. Alexander, das knirscht aber. Entschuldigung, ist noch ein bisschen früh am Morgen, aber es ist ehrlich gemeint. Hören Sie auf mit dem Schmus, ich kaufe heute trotzdem nichts. Na, dann eben ein andermal. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen, Frau Sternberg. Was für eine schöne Rose. Ich habe eine Schwäche für Capri-Rosen. Dann gehört sie Ihnen. War schon was? Nein. Post? Bring ich Ihnen sofort. Danke. Haben Sie schon Kaffee getrunken? Ich glaube nicht. Aber lassen Sie mal, ich muss gleich zum Chef. Ach, der schon wieder. Der lässt wohl überhaupt nicht locker. Wahrscheinlich waren wir in unserem letzten Absagebrief zu freundlich. Wir waren nicht freundlich, wir waren brutal. Nicht brutal genug. Warum haben Sie denn den hier nicht aufgemacht? Na, weil persönlich draufsteht. Seit wann haben wir denn Geheimnisse voneinander? Vielleicht ist es ja ein Liebesbrief. Es ist ein Liebesbrief. Echt? Anonym, dass ich das noch erleben durfte. Sternberg? Ja? Ich komme. Ich muss rüber. Sie fangen schon an. Was soll ich denn jetzt damit anfangen? Legen Sie ihn ab. Unter A wie anonym oder L wie Liebesbriefe. Wie bitte? Liebesbriefe? Na ja, so direkt kann man das nicht sagen. Es ist mehr ein Diskurs über Gefühle und das Welken von Gefühlen. Also, wie ich finde, nicht uninteressant. Das Welken von Gefühlen, so, so. Was sagen Sie dazu, Sternchen? Ich habe nach der Hälfte aufgegeben. Das ist alles total verkitscht. Nur verquaste Gefühle auf Bitten, ohne jeden Hintergrund. Kein soziales Umfeld, keine Bodenhaftung. Liebesbriefstellerei aus dem letzten Jahrhundert. Aber genau das ist die Qualität dieses Manuskripts. Was meinen Sie, warum Jane Austen eine solche Renaissance hat? Ja, Jane Austen hätte ich auch gerne in unserem Programm. Das ist Literatur. Aber in Zeiten von E-Mail und Internet können Sie doch keinem mehr mit so einer Gefühlssoße kommen. Gerade in solchen Zeiten. Ich bin sicher, damit haben wir eine höhere Auflage als mit manch anderen Titeln. Mit kitschiger Frauenliteratur? Vera Blom ist keine Frau. Ach was. Vera Blom ist ein Pseudonym.
Sie ist ein Mann. Noch schlimmer. Ein Kerl, der wie eine dieser Frauen schreibt. Wir haben uns mühsam den Ruf aufgebaut, kritische Gegenwartsliteratur zu verlegen. Und dann sowas. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich habe niemals behauptet... Blessmann, es tut mir leid für Sie. Ich habe nie behauptet, dass Vera Blom kritische Gegenwartsliteratur schreibt. Blessmann, das Sternchen hat recht. Das können wir uns nicht leisten. Wer schreibt einen netten Absagebrief? Mach ich. Schließlich ist Herr Vera Blom ja an mir gescheitert. Der nächste Vorschlag, eingegangen am 2.6., ein Sommer in der Toskana. Tut mir leid, wenn ich vorhin etwas zu heftig war. Ach was, Sie haben ja recht, das passt einfach nicht in unser Programm. Ja, Sie sagten eben was von E-Mail. Können Sie mit dem Zeug wirklich umgehen? Ja, natürlich, Sie nicht. Nee. Sie haben doch einen Anschluss in Ihrem Büro. Ja, schon, aber ich fasse keinen Computer an. Dazu bin ich viel zu ungeschickt. Ich schreibe am liebsten noch mit dem Füller. Das sieht man. Ach ja? An Ihren Fingern. Ach. Die Dinger lecken halt. Ist nun mal so. Gehört einfach dazu. Deswegen fand ich ja auch diesen Briefroman so sympathisch. Dankeschön. Er wirkt irgendwie wie mit dem Füller geschrieben, so einem schönen, romantischen Ding. Gehen wir was zusammen essen? Geht leider nicht. Ich wasche mir auch die Hände. Ein andermal sehr gern, ich bin heute schon verabredet. Liebe Anna, ich erwache mit dem Gedanken an Sie und schlafe mit ihm wieder ein. Nachts träume ich Ihren Namen und bei Tag umkreisen Sie meine Gedanken wie der Sommerwind die frisch erblühten Blumen. Sommerwind, der hat sie nicht alle. Und sowas traut er sich abzuschicken. Tja, aber auch nur anonym. Ja, irgendwie ist die los. Liebesbriefe, die schreibt man doch nicht mit der Maschine, die schreibt man mit der Hand, mit glasblauer Tinte. Wie mein Kollege Dr. Blessmann. Ja, vielleicht weiß. Dr. Blessmann? Ach was, der doch nicht. Ich bin doch überhaupt nicht sein Jahrgang. Wo die Liebe hinfällt. Der hält mich doch für eiskalt. Wenn überhaupt, dann hat er höchstens Angst vor mir. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Wenn ich mir das vorstelle. Dr. Blessmann. Na, Ben. Walter! Die Vorstellung, wie der Sommerwind mit ihren Haaren spielt. Warum sind sie so streng mit sich und ihren Haaren? Einen Moment. Aha. Morgen, Dr. Blessmann. Morgen, Frau Schmidt. Frau Sternberg wollte Sie sprechen. Ach ja? Wären Sie so freundlich, hier die Post mitzunehmen? Ja, klar. Danke. Ja. Ja, bitte. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Neue Frisur? Steht Ihnen gut. Danke. Schön, dass Sie Zeit für mich haben, Herr Dr. Blessmann. Burger hat jetzt schon die dritte Fassung geschrieben und ich bin immer noch nicht glücklich damit. Vielleicht können Sie mal reinschauen. Klar, mache ich. Danke. Darf ich Sie mal was Privates fragen? Ja, natürlich. Was machen Sie denn so in Ihrer Freizeit? In meiner Freizeit? Wahrscheinlich das Gleiche wie Sie, lesen. Schreiben Sie auch?
Also ich meine, außer Lektoraten und Stellungnahmen. Ja, gelegentlich. Aber keine Briefromane. Nein, wie kommen Sie darauf? Ach so, na, ich bin nicht Vera Blom, wenn Sie das vermuten. So wie Sie, ich meine, ihn verteidigt haben? Ach, das glauben Sie doch nicht im Ernst. Natürlich nicht. Den Schwulst traue ich nicht mal Ihnen zu. Aber Sie schreiben doch Briefe. Schreiben Sie die eigentlich mit der Hand? Ja, natürlich. Sie wissen doch. Nie mit der Maschine? Manchmal, wenn es offiziell sein muss. Oder wenn es anonym sein muss. Anonym? Wem sollte ich anonyme Briefe schreiben? Ja. Einer Frau zum Beispiel, in die Sie verliebt sind? Aber der würde ich doch keine anonymen Briefe schreiben. Sondern? Sondern was? Ich würde es ihr sagen, Sie um ein Rendezvous bitten. Und wenn Sie sich nicht trauen? Ja, dann würde ich Sie zum Essen einladen, ins Theater, irgendwas. Warum fragen Sie? Sommerwind. Schöner Titel. Soll ich das lektorieren? Oh, um Gottes Willen, nein. Vergessen Sie es. Tja, dann lese ich mal Burgers Manuskript und gebe Ihnen Bescheid. Danke. Entschuldigung. Ihre Post. Also die Frisur steht Ihnen wirklich gut. Liebste Anna, fast zerreißt es mich vor Sehnsucht nach Ihnen. Und wenn ich auch noch so oft davon träume, Sie zu treffen, noch ist es unmöglich. Noch halte ich es mit dem schönen Dichterwort, wenn ich dich lieb, was geht's dich an? Walter, bist du da? Sie sind so schön, so jung geblieben. Warum kleiden Sie sich immer so streng? So streng, geliebte Freundin, sind Sie nicht. Ich weiß, wie vermessen mein Wunsch ist, Sie einmal in einem bunten Sommerkleid zu sehen. Aber Sie würden den glücklichsten Menschen der Welt aus mir machen. In einem bunten Sommerkleid? Der spinnt ja wohl. Kriegst du eigentlich immer noch Liebesbriefe? Ja. Und? Nichts und. Erzähl schon. Da gibt's nichts zu erzählen. Er schreibt mir täglich, manchmal sogar zweimal. Das Merkwürdige ist, er scheint mich genau zu beobachten. Ach, dein Dr. Blessmann wahrscheinlich. Der doch nicht. Wer wäre dann? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mir langsam Spaß macht und ich die Post kaum erwarten kann. Anna. Und weißt du was? Es ist wunderschön, jeden Tag so einen Brief zu bekommen. Um ehrlich zu sein, ich genieße es. Also mir wäre es unheimlich, wenn mich dauernd einer beobachten würde und ich nicht weiß, wer es ist. Einer, den ich nicht kenne. Das ist ja gerade das Reizvolle daran. So toll wie in seinen Briefen kann er in Wirklichkeit gar nicht sein. Wie findest du das? Total spießig. Überhaupt nicht dein Stil. Guten Morgen, mein Schatz. Morgen, Anna. Donnerwetter. Ist das neu? Ja. Gefällt es dir? Sehr. Du weißt doch, dass mir das besser gefällt als deine Berufsuniform. Und zu der neuen Frisur einfach hinreißend. Ja, ja, ich weiß schon. Männer. Was sagst du? Oh, nichts. Marlies findet es spießig. Hör nicht auf Marlies. Die hat sowieso keine Ahnung. Nur sie ist immerhin Redakteurin im Moderessort ihres Blatts. Hm? Von Mode versteht sie was. Wer nur was von Mode versteht, versteht auch davon nichts.
wohl wahr. Tschüss. Tschüss. Morgen, Frau Sternberg. Morgen, Alexander. Geben Sie mir 7 oder besser 9 von diesen Kaffeerosen, bitte. Ja, gerne. Steht Ihnen gut, das Kleid? Ach ja, meinst du? Ja, wirklich. Danke. Und überhaupt, wenn ich das jetzt mal so ungeschützt sagen darf, immer wenn Sie morgens aus dem Haus kommen, tja, dann ist der Tag mein Freund. Hören Sie auf mit diesem Schmäh, Alexander. Kein Schmäh, das ist so. Ich habe mir heute Morgen schon überlegt, ob ich damit nicht so leicht angezogen bin. Bestimmt nicht, ist doch warm genug heute. Aber der Sommerwind? Wieso? So, das macht 35 Mark. Der Sommerwind. Machen Sie sich deswegen mal keine Sorgen. Totale Windstille heute. Offensichtlich. Sternchen, was ist denn mit Ihnen los? Waren Sie im Urlaub? In Urlaub? Sie sind gut. Wann denn? Sie sehen so verändert aus. Irgendwie jünger. Sind Sie verliebt? Ach, ich bitte Sie. Sie sehen so aus. Sommerwind? Bitte? Warten Sie auf Sommerwind? Nein, auf Blessmann. Er sagte mir, er müsse nur noch schnell auf die Toilette und jetzt warte ich schon seit 5 Minuten. Aber Sie haben recht. Auf Wind warten wir alle. Totale Flaute. Ich komme überhaupt nicht mehr auf mein Schiff. Schon das 2. Wochenende. Wie schade. Hallo, mein Schatz. Hallo. Das war wieder ein Tag heute. Soll ich dir einen Drink machen? Überredet. Danke. War irgendwas Besonderes? Oh, nichts weiter. Das Übliche. Wir haben eine einstweilige Verfügung der Konkurrenz auf dem Tisch und seit heute die neuesten Zahlen. Der Umsatz ist noch mal drastisch gefallen und wenn wir so weitermachen, ist der Verlag im nächsten Frühjahr pleite. Aber sonst war weiter nichts. Das ist alles bestens. Ich mache uns eine chinesische Gemüsepfanne. Was hältst du davon? Oder wollen wir was essen? Was? Oh, ich bin viel zu müde, um noch mal wegzugehen. Gemüse würde ich wunderbar finden. Ist das die Post von heute? Ja, wir haben eine Mahnung vom Finanzamt und eine Einladung aufs Land von Hans und Inge. Und du selbst hast auch noch Post. Gleich, mein Schatz. Ich bin gleich wieder da. Ist es soweit? Ich sah dein Haar, ich sah dein neues Kleid. Nun weiß ich, du liebst mich auch. Ich kann mich nicht mehr zügeln. Ich muss dich sehen, umarmen und küssen. Komm doch bitte morgen Nachmittag um 2:30 ins kleine Feehaus an der Alster. Ich erwarte dich sehnsüchtig. Morgen Nachmittag um 2:30. Anna? Ja, ich komme. Auf unser Wochenende. Was hältst du davon, wenn wir Hans und Inge besuchen? Hm? Morgen Nachmittag zum Beispiel. Sie würden sich sicherlich freuen. Morgen Nachmittag? Och, weißt du, ehrlich gesagt, ich hätte ganz gern mal einen Tag nur für mich allein.
Wie du willst, mein Schatz. Dann vielleicht nächstes Wochenende. Hast du mich erschreckt? Warum läufst du weg? Ich? Wir waren doch verabredet. Wir? Ja, natürlich. Verabredet? Sommerwind. Du warst es also. Du schreibst heimlich Liebesbriefe. Du triffst dich heimlich mit fremden Männern. Aber warum denn dieser ganze Aufwand? Das hättest du mir doch auch alles so sagen können. Hab ich? Ich hab's versucht. Eigentlich jeden Morgen. Aber du hast nur an deinen albernen Verlag gedacht und nicht zugehört. Ja, manchmal muss man einen Umweg machen, um anzukommen. Ich bin froh, dass du es bist. Stell dir vor, es wäre jemand anders gewesen. Jemand, den ich überhaupt nicht mag. Und dich mag Es ist schon spät. Ach was. Die Nachbarn. Ach was. Soll sie nicht so haben. Bitte. Na schön.
Bitte. Danke. Auf die kleine Nachtmusik. Nein, Frau Behring, das ist kein guter Morgen. Überhaupt nicht. Das ist ein ganz und gar erschreckender Morgen. Ja? Ja. Wollen Sie wissen, warum? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Wegen Ihrer gottverdammten Klimperei. Oh, das tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte. Es kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es Ihnen. Das versprechen Sie mir seit Monaten. Ein paar Tage geht das gut. Sie halten sich dran und dann fangen Sie wieder an. Es war mein Kollege, Dr. Helmich. Er spielt so gern. Er hat kein eigenes Klavier, wissen Sie, deshalb kommt er immer zu mir. Aber Sie haben natürlich recht. Ich habe ihm auch schon gesagt, es wäre besser tagsüber. Nur, da ist er ja in der Praxis. Ja, tagsüber bot er mir in den Zähnen rum und nachts geht er mir auf den Nerven. Entschuldigen Sie bitte. Hören Sie doch endlich auf, sich zu entschuldigen. Fangen Sie lieber an, mit der Klimmerei aufzuhören. Es tut mir leid. Steht mir wirklich? Aber ja, ausgezeichnet. Der Schnitt, und schauen Sie mal, wie das fällt. Meinen Sie wirklich? Wenn ich es Ihnen sage. Katja, sag du auch mal was. Ganz klar, bitte. Toll, ganz toll. Entschuldigen Sie bitte. Es steht mir nicht. Es steht mir überhaupt nicht. Vielleicht ja doch. Warum kauft sie denn so eine Ladenhüter? Weil sie nicht Nein sagen kann. Also, Frau Möhring, im Grunde genommen ist das alles ganz einfach. Wenn ich nicht Ihr Therapeut wäre, sondern ein, sagen wir mal, ein guter Bekannter von Ihnen, dann würde ich sagen, na, was glauben Sie? Was würde ich sagen? Dass ich keinen Mut habe? Ja. Keinen Mut. So ungefähr. So könnte man sagen. Dass ich mich nur ausnutzen lasse? Ja. Das Gegenteil von Durchsetzungsfähigkeit, Entscheidungsfreude. Klare Worte, eindeutig, unmissverständlich. Kurzum, Selbstbewusstsein. Eindeutig. Selbstbewusstsein. Lust. Lust am Leben. Leidenschaft. Darauf kommt es an. Frau Möhring, stellen Sie sich einmal vor, Sie sitzen zu Hause und warten auf Ihren Mann. Den Mann, den Sie über alles lieben. Sie warten und warten und plötzlich geht die Tür auf und er kommt herein. Was würden Sie in diesem Augenblick tun? Ich weiß nicht. Essen kochen. Essen kochen. Wenn er Hunger hat. Und Sie? Wenn Sie Hunger haben, so richtigen Hunger? Naja. Warum reißen Sie ihm nicht einfach die Kleider vom Leib? Was hat er denn an? Ja, Frau Möhring, das kriegen wir schon hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Guten Abend. Nun? Mein Licht ist kaputt. Bei mir im Flur geht das Licht nicht an. Da kaufen Sie sich eine neue Glühbirne.
habe eine neue reingeschraubt. Es funktioniert nicht. Ist das mein Problem? Nein. Na also. Aber Sie sind doch Elektriker. Frau Möhring. Bist du beleidigt? Hab ich so gemeint. Ja, ich wollte ja nicht stören. Ja, ich komme mit drauf. Das ist sehr nett von Ihnen. Zeigen Sie mal her. Da. Wo ist der Sicherungskasten? Da. Ich mach die Kerze an. Moment, Herr Böscher. Das sieht nicht gut aus, Frau Möhring. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, und jetzt? Im Moment können wir gar nichts machen. Aber keine Sorge, wir kriegen das schon. Es wird auch gelacht über. Ja, wenn Sie es sagen. Morgen früh schicke ich einen Experten vorbei, der sieht sich das an und einzig reicht die Sache erledigt. Das würden Sie tun? Aber sehen Sie, Sie können ja nicht im Dunkeln sitzen. Ich muss morgen früh in die Praxis. Wenn Sie mir Ihren Schlüssel geben, ich mache das dann schon. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Nachbarn müssen doch zusammenhalten, nicht wahr, Frau Möhring? Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Frau Möhring, stellen Sie sich vor, Ihr Mann kommt nach Hause. Ich bin doch unverheiratet, Herr Doktor. Sie haben Ihren Freund zum Abendessen eingeladen. Ich habe keinen Freund. Einen Bekannten? Na ja. Einen Kollegen? Herr Hellmich. Dr. Martin Hellmich. Na gut, dann den. Den haben Sie zum Abendessen. Zum Klavier. Hä? Wir spielen manchmal Klavier. Zusammen, vierhändig. Er mag das sehr und er spielt sehr gut. In meinem Beispiel, Frau Möhring, haben Sie ihn zum Abendessen eingeladen. Bitte, wenn Sie meinen. Sie kaufen also ein. Schinken. Schwarzwälder oder Parma? Sie gehen in einen Laden und kaufen 100 Gramm Schinken. Schwarzwälder oder Parma, ist doch egal. Sie kommen nach Hause, packen aus und sehen, es sind nicht 100 Gramm Schinken, sondern 200 Gramm Schinken und ganz dicke Scheiben Schinken. Ungenießbare, dicke, unappetitlich dicke Scheiben Schinken. Frau Möhring, was tun Sie? Tja, was soll man da machen? Sie könnten zurückgehen und sich beschweren, Frau Möhring. Sie könnten mit der Faust auf den Tisch hauen. Und wenn Herr Dr. Hellmich in der Zwischenzeit kommt? Er steht bei mir vor der Tür und klingelt. Aber ich bin in dem Laden und beschwere mich. Macht er kehrt und fährt wieder nach Hause. Ja, und dann? Ist es aus mit dem Klavierspielen. Also, alle Schalter raus, alle Steckdosen raus, alle Lampen ab. Was? Alle Schalter raus? Alle Steckdosen raus, alle Lampen ab. Ist das Ihr Ernst, Chef? Außerdem kommt es darauf an, wie dick die Scheiben sind. Dick und dick ist ja nicht unbedingt dasselbe. Hat Ihre Frau das Brot gemacht? Mhm. Oh je. Hallo?
was ist denn hier los? Guten Abend. Guten Abend. Was geschieht hier? Schauen Sie was. Ganze Arbeit. Was soll ich Ihnen sagen? Wir haben den Fehler gefunden. Hier. Genau hier. Morgen haben Sie wieder Licht. Für heute machen wir erstmal Feierabend. Ich habe einen Termin. Nichts Unangenehmes, hoffe ich. Zahnarzt. Ach, Sie Ärmste. Ich finde, so leicht kann man sich das nicht machen. Ach doch. Manchmal ja. Man muss doch beide Seiten. Ich meine. Sie sind aber nur eine Seite. Also sehen Sie sich endlich einmal selber. Und denken Sie nicht immer nur an die anderen. Wenn Sie einen Streit haben, jemand beschuldigt Sie, völlig ungerechtfertigt, ja, dann saliert Sie. Dann müssen Sie doch die Kraft haben, Nein zu sagen. Nein, Schluss, aus. Halt's Maul! Nein? Wenigstens. Ich bin anderer Meinung. Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Auch nicht? Ja, ja, sagen Sie es, sagen Sie es. Ich bin anderer Meinung. Könnte. Ja, könnte. Ist gut, gut, gut. Sehr gut. Weiter. Könnte man das nicht auch vielleicht eventuell ein kleines bisschen anders sehen? Entschuldigen Sie bitte. Vielleicht steht's mir ja doch. Was machen Sie? Hier kommen die neuen Leitungen rein. Leider taugen die Wände nichts. Hier, Küche. Direkt. Sag ja, taugt nichts. Muss das sein? Wollen Sie Licht? Ja, natürlich. Na also, Sie kriegen Licht. Was wird das denn so alles kosten? Na ja, so. Billig wird das nicht. Sind die Löhne, wissen Sie? So ein Mitarbeiter, der kostet mir kein Vermögen, kann ich Ihnen sagen. Sind ja auch nicht nur die Löhne, die ganzen Abgaben, die Nebenkosten, die Krankenkassen, die Rentenversicherung und. Tja, Facharbeit hat ihren Preis, Chef. Guten Abend. Guten Abend. Bitte. Danke. Ja. Das tut mir nun leid. Ich hab's nicht glauben wollen. Aber morgen, hat er gesagt, ist das alles wieder in Ordnung. Augenblick. Ja, das habe ich auch schon versucht. Funktioniert aber nicht. Moment mal. Schalten Sie mal das Licht an. Gut.
ganz toll. Der Schnitt, wie das fällt, toll. Ganz toll. Es steht Ihnen ausgezeichnet. Es steht mir überhaupt nicht. Es ist ganz einfach totaler Mist. Unerhört! Nein, Schluss, aus! Sehr. Endlich machen Sie Fortschritte. Fabelhaft. Ich meine es ernst. Ja, so muss es sein. Sie Dilettant! Ausgezeichnet. Weiter so. Sie haben mir nur mein Geld aus der Tasche gelockt. Ja, richtig. Ich brauche Sie nicht mehr. Ich habe Sie nie gebraucht. Sie brauchen mich für Ihre albernen Butterfiguren. Ganz genau. Großartig. Großartig. Halt's Maul! Fantastisch. Nicht mit mir! Fantastisch. Ja, das sieht nicht gut aus, Herr Berschau. Sieht gar nicht gut aus. Schauen Sie mal. Ich glaube, meine Kollegin sollte sich darum kümmern. Sie hat sich auf sowas spezialisiert. Kürzlich. Na, dann wollen wir mal. Keine Sorge. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Mm-hmm.